Das, die 1G-Regel wurde ja diskutiert oder zumindest mal zur Sprache gebracht. Sie haben sich ja dagegen ausgesprochen. Weshalb? Ja, 1G greift zu kurz. Das zweite G, die Genesenen, die darf man nicht vergessen. Und das sind in Österreich sehr viele. Also wir haben knapp 700.000 diagnostizierte Fälle gehabt. Aber man muss von einer Dunkelziffer ausgehen, die mindestens das Dreifache beträgt. Das heißt, wir haben ungefähr 2 Millionen Menschen in Österreich, die Covid gehabt haben. Die brauchen keine Impfung. Und schon gar nicht zwei. Die Frau Professor van Laar von der Uni Innsbruck hat erhoben, dass die Immunität, wenn ich die Krankheit gehabt habe, im Regelfall 1 Jahr und länger anhält. Das heißt, man müsste viel mehr mit Antikörpertests arbeiten, um herauszufinden, wer überhaupt eine Impfung braucht, weil ganz viele gar keine bräuchten. Also muss ich mindestens mit 2G arbeiten. Und da liegt das Versäumnis beim Minister, der hat bis heute nicht definiert, welche Antikörpertests anerkannt werden. Und hat bis heute nicht definiert, welchen Grenzwert an Antikörpern brauche ich, damit ich quasi sagen kann, der gilt noch als immun und wo ist es dann zu wenig? Aber ist es nicht korrekt, dass man bei Genesenen noch gar nicht weiß, welche Höhe an Antikörpern benötigt wird, damit man stabilen Schutz hat? Weil zumindest außer in Österreich wird das ansonsten im Prinzip wurde das nirgends durchgesetzt, also in den USA nicht, in Deutschland nicht, nirgends. Ja, man weiß es nicht, aber man muss sich vor Augen führen, was passiert bei einer Impfung. Die Impfung simuliert dem Körper, dass ich die Krankheit gehabt hätte und ich entwickle eine Immunreaktion. Und wenn ich die Krankheit habe, entwickle ich auch eine Immunreaktion. Ich habe also die künstliche Immunisierung durch die Impfung und die natürliche, wenn ich die Krankheit gehabt habe. Die künstliche kann nicht mehr können als die natürliche. So wie die Impfung nicht in 100% der Fälle eine Immunisierung erzeugt, erzeugt auch die Krankheit selbst nicht in 100% der Fälle eine Immunisierung. Da wird es ähnliche Schwankungen geben, ähnliche Unschärfen, aber die Genesenen schlechter zu behandeln als die Geimpften, ist medizinisch nicht gerechtfertigt. Das hat auch die Frau Professor van Laar ausgeführt. Wenn jemand die Krankheit gehabt hat, dann hat er nicht nur die Immunisierung gegen das Spike-Protein, die ich bekomme, wenn ich die Impfung habe, sondern der hat das ganze Virus gehabt und hat eine Immunreaktion gegen alle Elemente des Virus entwickelt und nicht nur gegen das Spike-Protein. Die Impfung basiert darauf, dass man das Spike-Protein simuliert. Also es ist ganz eine andere Art von Immunisierung und da glaube ich schon, dass man den Faktor Genesene in Österreich bisher unterschätzt hat. Das ist ja auch eine Chance. Das sind ja Leute, die ich nicht impfen muss. Ich könnte mit Antikörpern das viel breiter arbeiten. Wir diskutieren jetzt darüber, wie lange hält der Impfschutz an? Und da schaut es auch so aus, dass der viel länger anhält, als wir ursprünglich gedacht hatten. Zuerst hat man ja geglaubt, 9 Monate. Wenn man also jetzt mit Antikörpertests gezielt arbeiten würde, kann man auch bei Geimpften schauen, braucht ihr eine Auffrischungsimpfung? Die ersten werden im Oktober dran sein, weil ihre 9 Monate ablaufen. Wird man sagen müssen, bei ganz vielen braucht es das gar nicht, weil die noch von der Impfung so stark immunisiert sind, dass man noch getrost warten kann. Also ich glaube, man sollte viel mehr, die Engländer machen das jetzt, die arbeiten jetzt mit Antikörpertests auf breiter Front. Und dahin sollten wir auch kommen. Die Österreicher sind immer langsam und sind immer die Letzten, die die Dinge nachhupfen, wenn es die anderen schon gemacht haben. Aber es sind so viele gescheite Wissenschaftler.